Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Sandra Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch gerne einen Blick in den Isana-Adventskalender werfen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei Rossmann bekommt man Isana und da bekommt man auch diesen Adventskalender. Und der kostet dieses Jahr, ich glaube, 2 Euro mehr als letztes Jahr und zwar sind das 16,99 €. Ja, so schaut der einmal aus und Julius hat sich da eben schon einmal draufgelegt, deswegen sind da ein paar Kläppchen eingedrückt. Er hat beschlossen, dass ich den gleich dass ich den jetzt auspacken soll. Dementsprechend sind wir hier. Und ich finde einfach das sehr, sehr schön, dass sowohl Balea als auch Isana Adventskalender herausbringt, weil die sind sehr, sehr günstig. Aber hier sind auch immer echt coole Produkte drin enthalten, sodass man da einfach über die Weihnachtszeit eine schöne Home-Spa-Begleitung bekommt. Und ich würde sagen, wir werfen in dieses wunderschöne Schätzchen einfach mal einen Blick hinein. In den Kläppchen steht auch ein bisschen was drin, bei der Nummer 1 bereit für Neues. Ja, ein AHA-Peeling, das ist wirklich was Neues. Poren verfeinernd, sehr cool, 20 ml sind hier drin enthalten und AHA ist Fruchtsäure. Ich hätte erst gedacht, dass dieser Adventskalender auch eher so für Jüngere ist, aber wenn ich jetzt so ein AHA-Peeling in der Hand halte, das sollte man tatsächlich erst verwenden, wenn man so, keine Ahnung, 18, 19, 20 noch älter ist, ne? Also das ist so meine Empfehlung des Ganzen, weil das ist halt ein Anti-Aging oder Slow-Aging-Produkt, ne? AHA spendet Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass die Faltentiefe reduziert wird, plumpt das Ganze so ein bisschen auf, ist aber halt ein Peeling, was man bestenfalls abends verwenden sollte und was man dann auch tatsächlich, also am nächsten Tag sollte man definitiv Lichtschutzfaktor tragen. Interessanter Start in den Adventskalender. Die Nummer 2 soll wunderbar sein, jedenfalls sagt das ist der Adventskalender, ein Panthenol-Konzentrat, 2 ml. Das ist eine Ampulle und sowas passt jetzt auch sehr gut, nachdem du ein AHA-Peeling verwendet hast. Schön Panthenol nehmen, das ist hautpflegend, hautberuhigend und das kannst du dir auch aufteilen auf mehrere Anwendungen. Ne? Finde ich aber großartig, schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da sollen wir dem Adventstress Lebewohl sagen oder auch Tschüss. Eine Cremeöl-Dusche mit Mandelöl haben wir hier drin und zwar mit 30 ml. Ich finde, das ist eine schöne Größe, auch wenn ich glaube, dass der Adventskalender jetzt die Größen etwas reduziert hat, weil normalerweise waren, glaube ich, 50 ml von so einer Cremedusche oder auch von einer Bodylotion drin. Die haben auch das Design der Verpackung etwas geändert, also die Größen und so weiter, ne? Das sah sonst anders aus. Aber ich finde Tuben auch gar nicht so verkehrt, da bekommst du ordentlich was raus. Ist eine schöne Geschichte, doch. Und Mandelöl pflegt ja auch noch, das ist auch immer schön. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, zarte Lippen sind wunderbar, da hat der Adventskalender recht. Lip Balm Overnight mit Vitamin E, das Schönheitsvitamin, 10 ml haben wir hier drin enthalten. Und ja, so ein Tübchen stelle ich mir gerne ans Bett und dann kann ich mir das abends so drauf machen. Und dann schlafe ich und morgens wache ich auf und habe wundervoll gepflegte Lippen. Ho, ho, ho. Steht im Kläppchen. Ein Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, gibt es eine Glasnagelfeile. Ist schon ein bisschen hochwertiger als diese Sandblattfeilen von der Optik her, wobei ich persönlich eher Sandblattfeilen präferiere. Ist eigentlich soweit so gut. Ist hier nur festgeklebt, ist ein bisschen blöd, aber nun sieht hübsch aus, auf jeden Fall. Und ist ein nettes Füllprodukt. Nein! Wie cool ist das denn? Die Nummer 6 ist aber leer. Nein. Ach, okay. Ich habe es von der Seite rausziehen können. Okay, Nagelsticker. Mhm. Kann man machen. Sehen ganz süß aus. Ne? Sind bestimmt der Hit. Ich trage sowas halt einfach nicht. Vielleicht sollte ich mal damit anfangen, weil alle davon schwärmen. Ich mir das so rüberziehe. Nee, das wäre mir aber auch zu klein, bin ich ehrlich. Die sind mir nicht breit genug. Die passen nicht auf meinen Daumennagel. Die anderen könnte es funktionieren. Vielleicht mache ich mal einen so auf den Fingernagel, auf den Zeigefinger oder so drauf. Ja, okay, es ist süß, ne? Ich glaube, dass viele das auch tatsächlich sehr feiern. Aber meins ist es jetzt nicht unbedingt. Ich bin halt ein Fan davon, mir die Nägel selber zu lackieren. Aber Nagelfolien sind auch sehr beliebt. Also von daher macht es Sinn, dass es hier mit drin ist. Einfach perfekt für mein Haar soll die Nummer 7 sein und da packen die eine Spülung mit rein. Fülle und Glanz ist hier drin enthalten, 30 ml und sowas kann man auf jeden Fall ja, einfach gut gebrauchen. Ne? Fülle ist immer schön, Glanz ist immer schön, das ist eine nette Geschichte und ja,
Ist auch alles echt in diesem wunderschönen Design von dem Adventskalender, ne? Die ganzen Tuben, das mag ich gerne leiden. Also das ist schon harmonisch. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und drin befindet sich schönes Haar, was sonst? Ein Shampoo für glänzendes Haar mit witzigerweise 20 Millilitern. Ja, ich gehöre ja zu der Fraktion, die tatsächlich auch das feiern, weil ich persönlich verwende mehr Spülung als Shampoo, weil ich habe halt lange Haare und ich verwende Spülung von Ohrläppchen bis halt zu den Längen, bis nach unten hin und oben auf dem Kopf halt Shampoo. Ne? Deswegen für mich persönlich macht es durchaus Sinn, wenn ein Shampoo kleiner ist als die Spülung. Sinnvoll ist es eigentlich, wenn die halt beides in der gleichen Menge reinpacken, ne? Weil es gibt halt unterschiedliche Haarlängentypen und so weiter. Aber ja, witzig. Habe ich noch nie gesehen, dass es so andersrum drin ist. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Pflegebooster freuen. Und zwar ist es ein Ceramidkonzentrat, auch das mit 2 Millilitern. Ich liebe Ceramide, beziehungsweise meine Haut liebt Ceramide. Das ist sehr, sehr hautberuhigend und pflegend, regenerierend, ne? Echt, echt cool. Und wir haben auch öfters in den Isana Adventskalendern Ampullen drin, die du aber halt wie ein Serum sonst auch verwenden kannst, ne? Und die auch einfach auf mehrere Anwendungen aufteilen könntest. In der Nummer 10 darf es mit einer Handcreme weitergehen, durchaus sinnvoll in einem Pflege-Adventskalender. 24 Stunden Pflege, 20 Milliliter haben wir hier drin und ja, sowas passt einfach in jede Handtasche rein, finde ich klasse und es gehört auch in diesen Adventskalender. In der Nummer 11, ne, da steht Überraschung im Kläppchen, großartig. Das ist wirklich eine große Überraschung, denn das ist ein etwas anderes Haargummi. Das habe ich so noch nicht gesehen von der Form, das ist ein bisschen wie diese Telefonkabel-Haargummis, nur halt mit Samt überzogen. Sehr, sehr geil. Also ich feiere das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich so für meine Haare nehmen kann. Ich glaube, die würden sich darin tatsächlich vertüddeln. Aber was ich mir vorstellen kann, um das so drüber zu machen, das sieht, glaube ich, richtig cool aus, ne? Wenn man den Bommel damit fixiert. Feiere ich. Halbzeit. Wenn es draußen eisig ist, dann gibt es eine weitere Lippenpflege. Hatten wir eben schon, aber die war für die Nacht und das hier ist dann wahrscheinlich für den Tag. Lovely ist dann die Farbbezeichnung. 4,8 Gramm. Das dürfte so ungefähr eine der wenigen Full Sizes sein, die wir in dem Adventskalender hier auch finden. Riecht soweit nicht wirklich nach irgendwas, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Einfach nach cremig. Ja, wird dann auch wahrscheinlich etwas rosé auf den Lippen werden und ja, eine Pflege kannst du einfach gebrauchen. Aber ob man jetzt die zweite hier drin braucht, sei mal so dahingestellt, aber es ist ein Adventskalender für 16,99 €, also das ist in Ordnung. Okay, die Nummer 13, da steht drin, wie es duftet. Das heißt, ich muss dran riechen. Wir hatten noch keine, doch, hatten wir wohl. Wir hatten eine Creme-Öl-Dusche und jetzt haben wir eine Creme-Dusche, pH-hautneutral. Sowas finde ich immer auch super fürs Unterstübchen zum Beispiel. Und hier sind milde Wirkstoffe drin. Keine Ahnung, 30 Milliliter. Ich glaube, ich muss hier mal dran riechen. Hier ist auch Milchsäure drin enthalten. Das heißt, das hier ist die perfekte Geschichte für, ne, für die Intimdusche. Und dann riechen wir mal. Das riecht wirklich ein bisschen süßlich. Interessant. Aber wenn das pH... Nee, dann nicht fürs Unterstübchen. Da musst du ja eigentlich Sachen ohne Parfum nehmen, ne? Ja, Parfüm steht hier auch relativ weit oben. Also so ziemlich in der Mitte. Deswegen da ein bisschen aufpassen, das dann wirklich nur als Creme-Dusche verwenden und nicht als untenrum. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich behaupte das Gegenteil. Am 14. Dezember bekommen wir die Extra-Portion für unsere Haut. Und zwar mit einer Bodylotion Hydratisieren. 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und auch hier wieder dieses wunderschöne Design auf dieser Tube. Aber auch hier wieder meine ich, dass die sonst in 50 Millilitern daherkamen. Und wir hatten auch bislang noch keine Körperlotion. Deswegen ist es ganz cool, dass wir das mit dabei haben. Aber wie gesagt, 20 Milliliter ist schon eine kleine Sache, ne? Aber alles wird teurer. Ist halt so. Den frische Kick für müde Haut bekommen wir am 15. Dezember und da haben wir was richtig Cooles drin. Ich weiß nicht, ob ihr von Isana auch diese Q10 Augenpads kennt, die von außen so ein Vlies haben und von innen auch so eine Gelbeschichtung. Das sind die und die feiere ich in jedem Adventskalender, den wir haben. So, so gut. Abschwellend und erfrischend mit Panthenol sind die und da hast du natürlich noch dieses süße Schneeflöckchen-Design mit da drauf. Das finde ich total super. Also eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Kann ich euch wirklich empfehlen, die auch zu verwenden, wenn ihr die drin habt. Mega! Am 16. Dezember dürfen wir uns eine weitere Ampulle gönnen. Und zwar ist es die Glow and Shine Konzentrat Ampulle mit 2 Millilitern. Die hat auch wirklich so Schimmerpigmente mit drin. Ich weiß nicht, ob ihr das auch
jetzt im Display, ach, im Display, genau, sehen könnt. Ich denke schon, ne? Also richtig schöner Schimmer mit dabei. Das ist etwas, was ich dann auch eher so morgens verwenden würde. Vielleicht sogar als Primer, ne? Dass man schon so einen Glow im Gesicht hat. Finde ich klasse. Das ist richtig schön. Ich hoffe nur, dass es nicht zu grob dann auf der Haut sein wird. Das muss man mal ausprobieren. Eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember soll etwas drin sein, was einfach perfekt ist. Wahrscheinlich meinen die damit, dass man eine einfach perfekte Base hat, denn hier ist so ein Powderpuff drin. Ich weiß aber nicht, ob ich den einfach perfekt finde. Also ich bin ja schon ein Fan von Powderpuffs und das ist sehr, sehr verrückt, weil das ist im Prinzip hier unten wie ein Schwamm. Also das würde ich tatsächlich auch verwenden, um Foundation damit aufzutragen, aber ich würde es eigentlich eher nass machen. Und auf der anderen Seite kannst du es halt so festhalten und das schaut dann so aus, ne? Und das ist aber von der Oberfläche her ganz, ganz merkwürdig, weil das halt so, weiß ich nicht, anders halt ist. Ich würde jetzt nicht sagen Kunstleder, ne? Aber es ist halt so ein dicker, glatter Stoff, ne? Und ja, sehr, sehr witzig. Und damit kann man, das erinnert mich ein bisschen an K-Beauty und diese Cushion Foundation Schwämmchen, nur halt in viel, viel dicker. Also den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig, richtig gut ist. Ne, damit? Ja, fühlt sich super angenehm an. Schön. Aber sehr merkwürdiger. Ne, habe ich noch nie sowas gesehen. Noch nie. Noch nie. Ich habe viel gesehen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember sollen wir uns eine kleine Auszeit vom Weihnachtstrubel gönnen mit der Relax-Maske mit Kakaobutter. Das ist diese hier, 8 ml sind hier drin und das soll reichhaltig und pflegend sein und ein Wohlgefühl geben und mit Panthenol und Kakaobutter ist das Ganze. Ja, ist eine Crememaske, finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Am 19. Dezember soll für mich nur das Beste hier drin sein. Das hätten die vielleicht in eine andere Verpackung machen sollen, weil so ist es ein bisschen schwierig. Ich habe das Serum Overnight mit Allantoin hier drin, denn hier sind 10 ml drin. Also das müsste man sich umfüllen. Ich glaube, die ein oder andere von uns hat wohl noch ein leeres Cremepöttchen zu Hause, wo man das einfach reinfüllt, dann kannst du es zudrehen, ne? Weil 10 ml hält dir schon eine ganze Weile. Das ist ja, über eine Woche kommst du da eigentlich mit aus, wenn du das halt abends verwendest, weil dafür ist es ja auch gedacht. Allantoin ist auch eine ganz, ganz schöne, beruhigend und regenerierende Geschichte, was meiner Haut immer sehr, sehr gut tut. Und ja, genau, das Glycerin und Allantoin helfen dabei, den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der Haut zu bewahren. Und das hier, der Wirkstoff Bisabolol ist für seine beruhigenden Eigenschaften bekannt und das hast du da halt drin. Ja, also ein richtig gutes Produkt in einer furchtbaren Verpackung leider. Am 20. Dezember haben wir ein Handpeeling drin. Okay, weiche Hände, wunderbar. pH-hautneutral mit 20 ml. Handpeelings finde ich toll. Verwende ich super gerne, wenn ich meine Hände so ablackiert, also meine Fingernägel ablackiert habe. Und dann mache ich ein Handpeeling, dass ich da auch noch die allerletzten Reste auch von meinen Nägeln runterbekomme. Und meine Finger sehen ja sowieso furchtbar aus, dass ich hier außen drumherum auch ein bisschen Peeling auftrage, um da die toten Hautschüppchen abzumachen. Also von daher ein richtig tolles Produkt. Finde ich cool, dass wir das hier so auch in dem Adventskalender enthalten haben. Vor allem, wenn wir uns jetzt auch gerade auf dem Endspurt auf dem Endspurt Richtung Heiligabend befinden. Am 21. Dezember soll nochmal so ein richtiger Pflegekick hier kommen. Das Vitamin-C-Konzentrat haben wir hier drin mit 2 ml. Sowas gibt wirklich Strahlkraft und Glow. Lässt auch so ein bisschen Pickelmale verblassen und Pigmentflecken werden dadurch ein bisschen aufgehellt, ne? Also auch ein richtig cooler Wirkstoff und ein tolles Produkt. Am 22. Dezember dürfen wir noch mal ein bisschen träumen und genießen mit einer Haarmaske. Pflegt intensiv, 20 ml haben wir hier drin. 3 bis 5 Minuten muss die nur einwirken, was echt eine solide Geschichte ist, ne? Und in der Zeit kann man so seinen Körper peelen oder so. Das mache ich immer ganz gerne. Oder halt nicht rasieren oder so, ne? Dann hat man die Zeit auch ganz gut überbrückt. Also finde ich ganz angenehm tatsächlich. Ist auch eine schöne Größe. Am 23. Dezember dürfen wir noch einmal schlafen bis Heiligabend und da haben wir das Bodyfluid für seidig zarte Haut mit 20 ml drin. Ja, auf jeden Fall ist es ganz gut, wenn man vor Heiligabend noch mal so ein bisschen sich pflegen kann. Junger Mann, Sammy schüttelt sich. Ich glaube, der will ins Bett. 23:57 läuft bei mir. finde ich sehr, sehr cool und jetzt bin ich extrem gespannt, was wir an Heiligabend hier drin finden werden. Isana ist ja manchmal ein bisschen fancy unterwegs. Das finde ich praktisch. Also, schöne Weihnachten wird uns gewünscht und hier haben wir so ein
Haarband drin, so ein Kosmetik-Haarband halt. Und das kannst du halt super verwenden, wenn du dir die Haare aus dem Gesicht machen musst, wenn du Pflege aufträgst, wenn du eine Maske aufträgst oder wenn du dich schminkst oder so, ne? Hat hier auch so einen Klettverschluss, das ist super praktisch. Also verwenden auch Kosmetiker ganz viel, ne? Das Einzige, was ich hier nicht so geil finde, ist der Stoff. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stoffarten kennt, wenn ihr so mit den Fingernägeln drüber geht und eure Haut so daran hängen bleibt. Ne? Das ist etwas, was mich so ein bisschen triggert bei dem Produkt, aber ich glaube, wenn es das erste Mal irgendwie gewaschen ist, dann wird das Ganze sich auch relativiert haben. Ne? Nein, aber das ist eine schöne 24 und es passt auch mit dem Rosa in dieses Design und das, was hier auf meinem Tisch steht, sieht schon sehr, sehr hübsch aus. Und hier haben wir dann auch einmal den komplett geöffneten Isana Adventskalender. Also ich finde, dieses Jahr sind hier sehr, sehr interessante Produkte drin, sehr, sehr coole Produkte. Selbst Sammy kommt hier um die Ecke und findet das spektakulär. Ich vergleiche den natürlich mit dem Balea Adventskalender. Ne? Der Balea Adventskalender ist eher für die Tochter gemacht, der Isana Adventskalender eher für die Mutter. Das würde ich jetzt so aus meinem Bauch heraus sagen, weil wir hier halt auch so ein paar Produkte drin haben, die sich so Richtung Slow Aging bewegen. Das AHA Peeling direkt am Anfang, was dann ja auch ein Statement setzt. Ne? Dann auch die Ampullen, das ist glaube ich auch nicht unbedingt was für ein Teenager-Mädchen oder so. Also ich glaube, dass man hier als erwachsene Person etwas mehr Spaß dran hat als Teenager. Auch wenn du hier Produkte drin hast, die man natürlich in jeder Alterssituation nutzen kann, wenn man möchte. Und ich finde tatsächlich den Isana Adventskalender besser. Aber das liegt halt auch irgendwo daran, dass ich selber eine erwachsene Frau bin und einfach viele Produkte hiervon in meiner Pflegeroutine auch so sehr gut untergebracht sehe. Ne? Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, wie ihr das seht und wie ihr den Adventskalender bewertet, welchen ihr besser findet und vielleicht auch welchen ihr euch schon gekauft habt. Natürlich kann man sich auch beide holen, wenn man möchte. Ja. Ne? Genau, das wäre es hier schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.